Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect 2. Hier ist wieder euer Commander. So, ja, ich muss euch Kleinigkeit gestehen. Ich musste leider eine kleine Aufnahme von so 7 Minuten wegschmeißen. Naja gut, da ist nichts passiert. Wir sind nur in ein anderes System geflogen, haben da schon die Systeme vorgelesen. Aber ja, dann machen wir das Ganze halt jetzt nochmal. So, wir sind hier angekommen. Und jetzt habe ich gesagt, wir gehen erstmal hier nach Gotha. Also hier ist ein roter Sonnendings hier, Umlaufbahn anfliegen. So, Gotha. Das habe ich eigentlich selber vorgelesen, also da lese ich es ja auch noch selber vor. Gotha ist ein Dampfkochtopf-Zwergplanet mit einer enormen Oberflächentemperatur. Großer Anteil an Kohlendioxid und Ethan machen die Atmosphäre dunstig. Unter den Minenkonzernen wird spekuliert, ob die Guarianer vor ihrer Flucht vor etwa 300 Jahren schon alle wertvollen Materialien oder Metalle halt abgebaut haben. Es gibt Gerüchte, dass jeder, der sich in das von Guess kontrollierte System wagt, auf Gotha große Mengen natürlicher Diamanten finden würde. Aber das ist vermutlich nur eine Raumfahrerlegende. Hinweis für Reisende: Gotha liegt im Gebiet der Guess. Jeder zivile Raumverkehr ist daher untersagt. Entfernung zur Sonne 1,5 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 1,8 Erdjahre, Radius 1056 Kilometer. Tagesdauer 66,4 Erdstunden, atmosphärischer Druck 99,64 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 590 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,1 G. Ja, Gravitation fast nicht vorhanden, aber Temperaturen wie im Backofen, also tja, wie in zwei Backofen sozusagen. So, ciao, Gotha, das war das. Hier ist zwar so ein Asteroidengürtel, aber da kann man ja nichts finden wie im ersten Teil damals. Da haben wir noch Charum, was so ähnlich. Ich denke mal, dass man es so ausspricht. Charum. Das darf mal der kleine Bordcomputer vorlesen. Ich schalte ihn mal ein. Charum war früher eine Raumschiff-Betankungsstation der Quarianer, wurde aber unter der Kontrolle der Guess ausgebaut. Tausende von orbitalen Plattformen umkreisen den Planeten und seine zahlreichen Monden und raffinieren seine zahlreichen Monde und raffinieren Helium zu Helium 3. Eine große Guess-Flotte patrouilliert zwischen Charum und Gehellsturm und verhindert selbst die besten Spionagedrohnen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Die Guess-Flotte wird derzeit auf 5000 bis 10.000 Schiffe geschätzt. Über ihre Bewaffnung ist nichts bekannt. Hinweis für Reisende: Geheimdienstinformationen zufolge ist schon die Annäherung an Charum der reinste Selbstmord. Jeder zivile Raumverkehr ist daher untersagt. Population 52.000 bis 500.000 Plattformen. Übernahme der Kolonie. Korrektur. Übernahme der Kolonie 1865 CE. Größte Station: Hell's Hive Dynamo Station. Entfernung zur Sonne 2,9 AE, Umlaufzeit 4,9 Erdjahre, Radius 54.532 Kilometer, Tagesdauer 11,3 Erdstunden. So, gut. Ja, da hat sich der Bordcomputer ein bisschen überschlagen, hat es aber dann gleich korrigiert. Naja, es ist auch nicht so, wenn man das so liest, da sagt man 1895 oder 1895 CE, ja. So, okay. Das war Charum. Dann ist noch Haystrom. Umlaufbahn anfliegen. So. Gut, das darf auch der Bordcomputer wieder lesen. Einen Moment, ich schalte ihn wieder ein. Haystrom war früher eine quarianische Kolonie, die die Phänomene auf Dolen, dem Stern des Systems, beobachten sollte. Dolen schien instabil zu sein und eine vorzeitige Veränderung in einen roten Giganten wurde befürchtet. Haystrom wurde 1896 CE von den Guess übernommen. Kurz darauf brach jede Kommunikation mit dem Planeten und seinen angegliederten Raumstationen ab. Die einzige Reaktion der Guess auf die mögliche Bedrohung durch Dolen in den letzten 300 Jahren war die Errichtung mehrerer Raumstationen in unmittelbarer Nähe. Die Magneteruptionen und die Sonnenstrahlung von Dolen lassen dort praktisch keine Kommunikation zu. Und es ist unklar, wie die Guess dieses Problem gelöst haben.
Scans von Spionagesonden deuten darauf hin, dass inzwischen im Orbit von Hellstrom in großem Maßstab gebaut wurde und dass sich tausende von Guest-Plattformen plus eine unbekannte Anzahl von Guest-Software-Bewusstsein dort aufhalten. Wie viele Guests sich auf der Planetenoberfläche befinden, ist unbekannt. Die Spionagesonden haben auf Drohnen mit starken Interferenzen zu kämpfen, wodurch Scans aus der Entfernung erschwert werden. Ressourcenberechnungen auf der Basis der Abbau- und Raffinierungs- und Verarbeitungsaktivitäten der Guests legen nahe, dass der Planet noch etwa 20 Jahre lang genutzt werden kann, bevor seine Ressourcen erschöpft sind. Geheimdienstexperten spekulieren, dass die Guests deshalb nicht alles abbauen, weil sie größere Mengen für Reparaturen in Reserve behalten wollen. Hinweis für Reisende: Hellstrom ist eine Hochburg der Guests. Nur militärische Spionagedrohnen mit modernster Tarntechnologie sind bislang unbeschädigt aus dem Gebiet der Guests zurückgekehrt. Jeder zivile Raumverkehr ist untersagt. Entfernung zur Sonne 6,3 AE, Umlaufzeit 15,8 Erdjahre, Radius 6721 km, Tagesdauer 18,5 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0,0 Erdatmosphäre, Oberflächentemperatur minus 107 Grad Celsius. Oberflächengravitation 1,2 G. So, Dankeschön, Bordcomputer. Da haben wir es ja gesehen, also Hochburg der Guests, Hellstrom. Alles klar. Und da in dem ganzen System haben früher Aquarianer gelebt, das kann man gar nicht so glauben. Na naja, gut, aber die Guests haben ja die Aquarianer sozusagen vertrieben. Dann landen wir hier mal, ne? So. Lass uns doch mal sehen. Ach, müssen wir mal ein Brillchen pützen, das ist ein bisschen dreckig jetzt her. Mal schauen, wir werden ein Ladescreen, oder? Naja, komm, machen wir jetzt mal einfach. So, jetzt kommt die Gruppenauswahl. Moment, ich putze gerade meine Brille. Lalalala, sonst sehe ich nichts mehr gescheites hier. Alles verschmiert. Das ist ja nicht so gut hier. So. Na? Ja, das kann man mal anschauen. Ne, da ist noch ein bisschen. Ich hasse das, wenn da dann immer so komische Schlieren drin sind. Und wenn man dann was Helles anguckt, dann tut es so komisch, ja, so reflektieren, so funkeln. Das ist. Das hasse ich dann total. Also ich mag das am liebsten, wenn die Gläser so sind, ohne dass ich da irgendwelche Fettreflexe dann sehe. Praktisch solche komischen Linien dann hier. So, jetzt sind wir wieder soweit. Wen nehme ich denn da mit? Das ist die große Frage. Wen nehme ich denn da mit? Garrus vielleicht? Saed? Oh, ich weiß es wirklich nicht, wen ich mitnehmen soll. Garrus und vielleicht Jacob. Oder? Garrus? Oder sollen wir lieber noch jemand hier mitnehmen, der hier. Ach komm, nee, Samara nehme ich noch mit. Mit ihren Fähigkeiten ist sie, glaube ich, gar nicht so schlecht. Annehmen. So, wir können hier einen Punkt verteilen. Okay. Bei ihm können wir auch einen Punkt machen. Betäubungsschuss zum Beispiel, aber den finde ich jetzt gar nicht so prickelnd. Deswegen würde ich sagen, nee, machen wir nichts, bei uns geht gar nichts. So. Waffen bleiben wie sie sind. Was sind das? Oh. Aha. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Hellstrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Ah, verstehe, deswegen. Also, was in die Sonne kommt, verbrennt sofort. Und wir verlieren hier so eine Schilde nach und nach. Also, wir gucken, dass wir immer so ein bisschen im Schatten bleiben. So, gut, Leute, dann lass uns mal loslegen, so richtig. Ja, zisch, Schild überladen. Ja, das Geräusch ist mal sehr nervig. Also, gut, Leute, nicht lange in der Sonne bleiben. Also, komm, Garrus. Oh ne, jetzt fängt es schon wieder so blöd an zu ruckeln hier. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Wir sollten uns vom Licht fernhalten. Ja, da sehen wir, wie die auch Schaden nehmen. So, jetzt haben wir hier, da geht's nicht weiter. Tür untersuchen. Und da ist noch eine Tür. Ah.
Gehen wir doch erstmal hier rein, würde ich vorschlagen. Okay, weiß nicht, was es heißt, aber egal. Beschädigter Guest verwerten. Aha, da kriegt man Credits raus. Kaufsteuerung der Anlage öffnen. Okay, machen wir gleich. Ja. So, der labert hier immer selbsttätig. Was ist das hier? Da können wir nichts machen. Nö. Jetzt halt doch mal den Mund hier, du blödes Glock, du. Dann machen wir das Tor auf. Okay, hat es jetzt geklappt? Ich habe hier keine Bestätigung gehört. Ah ja, doch. Hat funktioniert. Oh oh, da kommen Gegner. Landungsschiff im Anflug. So, ich schieße euch mal platt hier. Warte mal, wir können doch mal die Drohne einsetzen. Die haben wir doch jetzt neu. Ja, die sehen uns wohl nicht so richtig. Na, bleibt doch mal stehen. Also ich treffe den garantiert, ich weiß es aber. Naja, das ist halt nicht hier das beste Gewehr, finde ich. Aber ja, das kann man halt dauerhaft hier benutzen. So, ich mach besser mal mein Schild hoch. Dann guck ich mal kurz, kann ich mal irgendwas anwenden? Kann man die vielleicht überladen oder übernehmen? Komm zu mir! Das hat nicht funktioniert, Mist. So, vielleicht. Das müsst ihr ihre Panzerung durchdringen. Ja, den haben wir jetzt übernommen. Der. So, dann mache ich mal kaputt, bevor er wieder anders wird. So, mach mal die komische Kissierblatt. So. Die brauche ich nicht mehr als Deckung. Schild überladen, ja, ist ja schon recht. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht hier zu lange in der Sonne ist. Ist ja noch jemand? Ah, Garrus? Ich höre ja doch noch jemand. Na, ich muss mal nach oben gehen. So, hier vielleicht. Aua! Deckung. Warte mal, ich übernehme dich mal. So. Der hilft mir jetzt ein bisschen. So, gut. Der gehört uns jetzt momentan. So, Blatt. Ist er wieder auf den ihrer Seite? So, dann übernehmen wir den jetzt auch noch. So, bitteschön. Hihi. Pam. So ein bisschen den Gegner auf sich ziehen, das ist ganz gut hier. So, pam. Was ist denn jetzt mit dem los? Explodiert er gleich? Na, dann mache ich besser mal kaputt hier. So, kommt da noch jemand? Nö. Ah, Leute, hier kommt auch mal wieder. Alles klar. So, da ist ja wieder ein Guess. Ich weiß zwar nicht, was ich gerade gemacht habe, aber ja. Die falsche Taste gedrückt, oder? Habe ich den übernommen? Nee. Na komm, jetzt dann mache ich ihn halt Blatt hier. Ja, die Schilde sind Blatt. Moment, 8. Sollen wir mal gucken, liegt hier unten nicht irgend noch was Wertvolles? Das ist halt die Frage, ne? So, hier ist eine Medizinstation. Hier runter können wir mal runtergehen. Modifizierte schwere Pistole, nehmen wir mit hier. So, ein bisschen Mund können wir eigentlich nicht verweigern hier. So, ja, da piepen wieder mal die Schilde. Einen neutralisiert.
Ich schaue mich hier nochmal so ein bisschen um. Weil man weiß ja nie, ob man irgendwas Wertvolles findet hier noch. So, ja Leute, passt auf. Ihr müsst mal auf euch selber ein bisschen achten. Ich gucke mich währenddessen hier einfach mal um. Komm zu mir. So, ja, ja. Macht ihr mal. So, wir rennen da vorne rum. Ach, Gareth, du bist's. Oder nee? So ein roter Guess. Komischer Typ. So. Gut, waren das jetzt mal alle oder kommen die immer ständig wieder? Wir sollten einen anderen Weg finden. Halt nicht. Hier draußen werden wir gegrillt. Ja, ich weiß. So, raffiniertes Iridium öffnen. Ja, ist schon recht. Ja, ja, ist ja schon gut. Beruhigt euch. Schilde, so. So, da ist noch ein bisschen Mund. Also hier liegt das sonst nichts mehr. Ah, da ist noch so ein Behältnis da oben. Das ist auch explosiv, das wollen wir nicht auslösen. Oh oh. Ah, aua, aua, aua. Volle Deckung. Ja, genau. Moment mal, ich kann vielleicht mal. Ja, da ist er schon tot. Bis ich immer hier aus anwenden kann, sind die Gegner schon tot. War ja nur einer, naja, egal. So. Moment mal, ist da mal gerade meine Deckung flögen gegangen? Beschädigter. So, wir verwerten den mal. 6000 Credits. So, die Maschinenpistole nehmen wir mal hier. Ah, das kann ich auch tragen. Alles gut. Tempest, ich weiß nicht, wie die ist. Können wir ja mal ausprobieren. Jetzt haben wir die nämlich schon gleich im Dings in der Hand. Quarianisches Funkgerät, antworten. Sie sind alle tot? Ja, nee. Ich bin hier, um zu helfen. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Untersuchen. Anzahl der Aquarianer. Was ist der Status Ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Was ist die Mission der Quarianer? Was hat sie so tief ins Gebiet der Geth verschlagen? Da fragen Sie den falschen Shepard. Ich zähle nur und drücke ab. Es hat was mit der Sonne zu tun. Sie altert irgendwie schneller als sie sollte. Ein Energieproblem oder so. Okay. Ankunft der Geth. Wo die Geth herkam? Eins ihrer Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landungsschiffe ließen Geth auf uns runterregnen, bevor wir uns abseilen konnten. Das System steht unter Geth-Kontrolle. Wir wussten, dass sie regelmäßig die Planeten aussuchen. Hatten gehofft, mit reduzierter Strahlung würden sie uns übersehen. Kommen noch mehr? Müssen wir befürchten, dass die Geth Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet und die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Okay. Ja, wie ist, oder was ist Ihr Status? Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Achtet Tali in ein Versteck. Ändert zurück und haltet das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Lebt Tali noch? Können Sie bestätigen, dass die Geth Tali noch nicht erreicht haben? Bestätige, habe meine Männer bei ihr gelassen. Wenn sie hier sind, können sie über Kommel hier sprechen. Jeder Marine auf diesem Felsen hat geschworen, Tali zu beschützen. Solange noch einer von uns atmet, ist sie in Sicherheit. Okay, sind sie bereit zu sterben? Nee, das haben wir aber nicht. Bleiben sie, wo Position sie sind. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf, da ist ein Landungsschiff im Anflug. Ja. Das ist, dass wir den Raketenwerfer abschießen können. Oh ja, das hat, die haben geballert. Eieieiei. Mist. Der Durchgang ist blockiert. Sie müssen. Ja, in den umliegenden Gebäuden sind Sprengladungen. Räumen Sie damit einen Weg frei.
Aber da können wir doch einfach drüber springen oder drüber krabbeln, ey, ganz ehrlich. Gescannt und die Sprengladungen geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Aha, okay, danke, Edi. So, da ist... der ist unsichtbar. Moment mal, der kommt mir zu nah. Alter, Blödel hier, also so. Ja, für die Distanz ist halt das Sniper ganz gut, aber das wollte ich ja mal ausprobieren. Okay, das verharzt aber ganz schön, ey. Und was das an Munition raushaut, aber es hat er auch genug. Naja, schlecht ist es wirklich nicht. Ich glaube, die Waffe behalte ich. Aber ich bleib trotzdem jetzt erstmal beim Sniper. Das hat man nicht so lange nicht hier in der Hand und ja. Ich hab so, sie verwundet. Liege unter schwerem Beschuss. So, die Schilde, warte mal, aufladen. So, warte mal, kann ich den übernehmen? Ne, der ist schon tot, okay. Da brauchen wir nichts mehr übernehmen. Bis ich was übernehme, ja. So, das sind wieder Regen. So, Pam. Stirb. Der Soldat am Funkgerät hat Sprengladungen erwähnt. Damit könnten wir den Schutt wegräumen. Ja, Moment mal. Ich hätte hier ein paar Gegner übernehmen. So, helf mir mal so ein bisschen. Ja, ich benutze gern die gegnerischen Einheiten, um sich zu vernichten. Aua. Moment, das können wir nochmal machen. Dann können die sich ja mal so ein bisschen selber beschießen. Oh, nee, der wurde gegrillt. Das ist der nächste. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Ah, da kommt ja so ein komischer Unsichtbarer. Nee, es hat nicht geklappt, oder? So, den übernehmen wäre sau lustig, aber naja. Ups, das bist ja du. Hast mich jetzt erschreckt. Kommen die eigentlich hier ständig oder wie schaut's aus? So, einen übernehmen. Ja, der wurde gleich eliminiert, okay. Ja, der wurde auch schnell eliminiert. So, geht's hier noch weiter hier runter. Okay, grüß Gott. Ich geh mal da links weiter. Gareth, komm mit. Da liegt eine Sprengladung irgendwo. Teils Tage wieder abspielen. Feind in der Nähe, okay, ja. Wie geht es jetzt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Einverstanden. Ich bin bei Ihnen. Einer weniger. So. Wir brauchen gut, jetzt können wir hier mal lesen. Ah ja. Nehmen wir mal die Sprengladung mit. Ja, das sieht aus wie ein Bremssymbol hier jetzt in Klammern. Achtung in Klammern. So. Einmal hier aufmunitionieren. Ist hier noch irgendwo was? Ja, da sind ein paar Gegner. Moment mal. Ach, ein Kommandant. Können wir den übernehmen? Ja, können wir sogar. Hihi. Alter, was? Irgendwas explodiert da gerade. Ach, den hat's wieder. Den hat's wieder hergestellt, den Sack. Ja, das sehe ich auch. Ich kann mal die Drohne von mir rausschicken. Ja. Jawohl. So, hier sind noch mehr Gegner.
So, Pam. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gesehen. Hier. Jawohl, danke. Na, ich brauche halt immer so 3 Schüsse, bis ich den fertig habe. So, das nochmal Talis Tagebuch. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Hm. Alles klar. Schnell hier rein. Ladensteuerung, Laden öffnen. Was soll ich damit machen? Warum? So, da hätten wir noch eine medizinische Station. Ja, ich weiß halt, was es bringt, wenn ich den Laden öffne, aber ich mach's mal. Okay, ja gut, da hätten wir von oben runterschießen können. Was sind da noch? Zerbreche die Kiste. Dann gehen wir mal hier längs runter. Lass mich mal schauen und die Page, sage ich mal so schön, ne? Da ist nix. Was ist denn das da hinten? Achso, nix. Ach, die Kiste, das nervt. Weg damit. Raffiniertes Iridium, ah ja, okay. Nehmen wir natürlich mit. Ist so ein großer Schauplatz hier, da müssen wir schon gucken, dass man hier alles mitbekommt. Irgendwo müsste jetzt noch die zweite Sprengladung rumfahren. Ah, hier. Energiezellen. Nehmen wir mit. Hier haben wir noch Muni. Geht nicht. So, jetzt haben wir 2. Jetzt werden wahrscheinlich wieder Gäste kommen, da ganz sicher. Weil es meistens so ist. Ja, ich hab's doch gewusst. So, wartet mal, Leute. Aua. So, der hilft uns, aber der ist schon wieder platt. Verwüster. So, mein Schild ist fast kaputt, okay. Alter Schwede. Ja, wir können nach links, aber ja. So, ich nehme wieder mal 6. Das wird sie übernommen. Ja, hopp, hilf mir doch mal. Perfekt. Okay, der ist schon platt. Ja, das hilft manchmal nicht so wirklich, aber ja. Die Gegner, die vernichten sich dann gegenseitig, aber wenn der halt nichts macht, ja, dann habe ich auch verloren. So, wo war jetzt der Felsen? Ah, da ist noch was zum Einsammeln. Auf in das Iridium. Nehme ich natürlich mit. So, jetzt habe ich vergessen, wo ich hin muss. Ah, hier. Da ist es ja. Anbringen. Das wird reichen. Weg von Ja, Deckung. Rumsti-bumsti. So. Ja, da hätte man auch wirklich drüber klettern können. Also so was Albernes hier. So, rein in die gute Stube. Gut, Leute. Ich glaube, hier machen wir dann mal einen kleinen Cut. Und ja, oder? Wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Nee, wir machen hier einen Cut. Also ich sag wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Commander Legolas.